Hallo, Afghanistan-Blog, hier ist Hamid Rahimi und heute stelle ich die Fragen. Boris ist heute gekommen von sehr weit weg, hier in meinem Gym in Hamburg. Und mich interessiert das, wie er diesen Mut bekommt, mich hierher zu kommen und mich zum Match herauszufordern. So, Boris. Naja, also nach Hamburg zu kommen, da gehört kein großer Mut zu. Schließlich bin ich in dieser Stadt geboren. Aber als ich dich gesehen habe beim Boxen in Kabul und darüber gebloggt habe bei mir auf der Internetseite, da habe ich gedacht, der Mann ist irgendwie schräg. Der hat irgendwie Sachen gemacht, die hat noch keiner gemacht. Du hast diese Aufmerksamkeit den Menschen geschenkt. Du hast es geschafft, so viele verschiedene Ethnien in eine Sporthalle zu kriegen, die einem Sportler irgendwie zujubeln. Das hat es so noch nie gegeben. Und als wir dann telefoniert haben und ich zu dir sagte, Mensch, wenn ich mal in Hamburg bin, dann machen wir mal ein bisschen Sport zusammen, kam die Idee, nein, wir machen da was Richtiges draus, dass Afghanistan auch was davon hat. Fight for Peace ist irgendwo auch das Motto vom Blog. Und da habe ich gedacht, für eine gute Sache lasse ich mir gerne was in die Fresse geben. Aber ich lasse mich fit machen von Rüdiger Mai. Dein Trainer kennt ihn, die kennen sich untereinander. Ich kenne ihn auch. Also ich kenne auch Rüdiger. Hallo schon mal hier. Und ich kenne den Lucky Punch. Den gibt es im Boxen, aber den schon besser nicht haben. Ja, Also den werde ich dir nicht geben. also es gibt eine relative Chance. Ja, Mit Betonung auf relativ. deswegen heißt es auch Lucky Punch. Ja. Nee, ich find das mutig, dass du hier bist und dass du es ernst meinst, weil viele Leute schnacken, reden, bla 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 blub und dann kommt nichts mehr. Also wenn du es ernst meinst, ich weiß, Boxen tut weh, also wenn du ein bisschen auf Schläge stehst, dann werden wir viel Spaß haben. Das werde ich noch rausfinden. Ich muss erst noch mal sagen, Respekt, dass du bei dieser Nummer einfach mitmachst. Hätte ich von einem anderen Profisportler kaum irgendwer erwartet, so einen Kampf, so eine Showgala irgendwie so hinzulegen. Und diesen Weg, den muss man gemeinsam gehen. Bestimmte Schritte bin ich noch nicht gegangen, die werde ich mir jetzt dreimal die Woche holen. Und ich habe gehört, man kann es trainieren, Schmerz zu ertragen. Ich habe dich gesehen, ich habe mir ein bisschen was abgeguckt. Meine Arme sind, glaube ich, ein bisschen länger, deine sind schneller. Aber diesen Battle werden wir jetzt weiterführen. Und das sollten wir den Leuten auch sagen, das ist ernst, was wir hier machen. Das ist unser purer Ernst, wenn du das vielleicht doch mal für die, die immer noch zweifeln, noch mal wiederholen könntest. Ja, also es geht darum, dass Boris hat mich kontaktiert und er hat mir eine E-Mail geschickt und ich hab mir da seine Seite angeschaut und was er getan hat, fand ich gut und interessant. Und er wollte mit mir einen Kampf machen. Er meinte, ja, das geht um einen guten Zweck und für einen guten Zweck bin ich auf jeden Fall dabei. Und die Idee, dass das Geld und was da alles eingenommen wird, das geht alles Richtung Afghanistan, Richtung Schule, Richtung. Also wir überlegen uns ganz genau, in welchen Projekt das fließt, aber es wird alles auf jeden Fall in ein gutes Projekt fließen und das ist eine gute Idee. Also, vielen Dank, dass du jetzt den Reporter gespielt hast, das erste Mal im eigenen Blog selber befragt zu werden. Ich freue mich auf den morgigen Tag. Da werden wir noch mal ein bisschen zusammen was ausprobieren. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Chodarafis. Ciao. Fight for. Wie macht man? Peace.